Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist jetzt das Q&A. Es waren so viele Fragen bei dem letzten Video in den Kommentaren, dass ich dachte, ich drehe ein Q&A und habe nach mehr Fragen gebeten. Es sind auch einige zusammengekommen. Ich habe mich ins Kinderzimmer zurückverzogen, weil die beiden Männer im Wohnzimmer sind. Genau, ich habe mir einen Spickzettel gemacht, der hier unten drunter ist. Und da stehen die Fragen drauf. Oder nur stichpunktartig. Genau. Die erste Frage ist, womit hast du dich selbstständig gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Allerdings möchte ich das gerne privat halten. Also ich kann sagen, dass ich halt eine Ausbildung gemacht habe. Diese Ausbildung hat auch Geld gekostet. Bestand aus einem Monat Theorieunterricht, der online stattgefunden hat, und dann einen Praxistag. Da musste ich dann nach Hannover fahren und der hat in Hannover dann stattgefunden. Wie gesagt, beides hat Geld gekostet und genau, damit habe ich dann die Ausbildung abgeschlossen und versuche mich halt selbstständig zu machen. Ist natürlich schwanger mit Kleinkind ein bisschen schwierig. Besonders schwierig halt, wenn man sich selber mit den Sachen nicht auskennt. Also ich habe jetzt Datenschutz und alles jetzt fertig mittlerweile. Aber damit meine Internetseite online gehen kann, fehlt mir noch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt, sagen wir einfach Fine-Tuning von den Texten her. Die Texte sind so perfekt für mich, wie sie stehen. Müsste vielleicht nochmal Korrektur gelesen werden wegen Rechtschreibfehler. Ich bin nicht die Beste in Deutsch. Genau. Aber die sollten eigentlich so bleiben. Es ist halt nur, wenn ich das am Handy habe, sieht es perfekt aus. Aber wenn ich dann das am Laptop aufrufen lasse, die Vorschau, dann es ist einfach verzogen. Dann sind teilweise in einem Text halt solche Lücken und das sieht ja einfach nicht aus. Genau, das muss ich noch überarbeiten. Ich kriege es leider nicht so hin, wie ich es mir wünsche. Naja, aber ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja, das dazu. Also vielleicht irgendwann bin ich bereit dazu oder ich sage, okay, es ist schief gegangen. Man weiß ja nie, wo es hinführt, ne? Aber wer es nicht wagt, ne, der nicht gewinnt. So, Schilddrüse und Zuckertest fasse ich mal zusammen. Schilddrüse bin ich im Normalbereich. Da hatte ich den Wert TSH-Wert, haben die nur gemessen bei 3,5. Der muss bei 0,4 bis 4 liegen. Das kommt auch immer aufs Labor an. Also liege ich da komplett im Normalbereich. Zuckertest habe ich nichts von gehört. Das heißt, es ist gut. Dann kam die Frage zu Prinz. Ja, nur weil ich ihn nicht erwähne, heißt das ja nicht, dass ich nicht hinfahre. Es ist halt für mich selbstverständlich, weil es ist ein Lebewesen, es ist wie ein Kind. Der muss gepflegt werden. Ich habe tatkräftige Unterstützung von meinem Papa, der mir hilft, wenn ich nicht hin kann. Und ich habe eine Studentin, die kommt montags, mittwochs, freitags. Die kümmert sich dann um ihn. Da bin ich wirklich froh, dass ich die habe. Allerdings müssen die sich noch ein bisschen kennenlernen und anfreunden. Die ist zwar jetzt schon länger da, aber wir machen ja dieses Horsemanship und er reagiert halt anders auf Zeichen und so, wie halt andere Pferde. Und er versteht es halt nicht immer so, was gewünscht ist oder Missverständnisse entstehen dann. Genau, und wir müssen uns ein paar Mal treffen. Ist durch Jamie jetzt in der Corona-Zeit immer ein bisschen schwierig gewesen, aber jetzt, da die Betreuung angefangen hat, denke ich, ist das kein Problem. Wir haben uns jetzt auch schon getroffen und habe schon was gezeigt. Ja, und dann übt sie halt immer selber nochmal, so zweimal oder so, und dann kann man sich halt wieder treffen, damit das einfach klappt. Reitentechnisch könnte man ihn rein theoretisch, den Sattel habe ich immer noch nicht verkauft bekommen, möchte ich aber noch, aber
Ich habe da noch das Reitpad. Er soll eigentlich nicht mal als Reitpferd dienen, aber man darf sich ja trotzdem mal draufsetzen und mal so reiten, halt Richtung Horsemanship und nicht dieses andere. Also für mich muss das so eine Verbindung zum Pferd halt sein und nicht das Pferd muss machen, was ich will, sondern die Basis alles auf dem Vertrauen muss da sein. Genau, das war dazu. Was haben wir dann noch? Fahrt ihr dieses Jahr in den Urlaub oder was oder war was geplant, was ins Wasser gefallen ist? Ja, ich sollte auch richtig lesen. ja, also es war schon was geplant und zwar wollte ich meine Tanten an der Wursel besuchen. Das ist ins Wasser gefallen durch Corona, weil man ja nicht fahren durfte. Genau wie unser Urlaub, unser Jahresurlaub mit Patenkind schiefgegangen ist. Wir wollten auch nur in Deutschland bleiben. Hatten ein Ferienhaus gebucht, halt mit Freunden auch, also das heißt mit den Eltern vom Patenkind und hätten dann zusammen Urlaub nochmal gemacht. Ist sehr, sehr schade, weil wir ja leider nicht so viel Kontakt haben. Ja, ich meine, jeder hat sein eigenes Leben und es ist besonders schwierig, wenn man arbeitet. Weil in der Woche, das hatte ich aber auch schon mehrmals in Videos erwähnt, in der Woche kann man sich halt nicht sehen wegen arbeitstechnisch. Dann müssen die Kinder ins Bett abends halt oder am Wochenende. Man trifft sich ja nicht jedes Wochenende, weil man ja auch gerne andere Familienmitglieder oder andere Freunde mal treffen möchte. Oder auch nur für sich als Familie was machen möchte. Genau. Das dazu. Was haben wir noch? Machst du noch Sport? Ja. Also ich habe es gut durchgezogen gehabt. Also im Moment mache ich keinen Sport, schon mal das. Also ich habe es gut durchgezogen gehabt. Es ging ja um Bauchmuskeltraining, damit ich meine Rückenmuskeln stärke. Ja. Hat gut funktioniert. Aufgehört habe ich dann so eine Woche ungefähr, nachdem ich wieder arbeiten gegangen bin. Ich war so fix und fertig von dem neuen Alltag, von dem neuen Rhythmus, dass ich erstmal reinfinden musste. Für Jamie war es neu mit der Betreuung. Für mich war es neu, wieder Vollzeit arbeiten zu gehen, Kind zu haben, Haushalt zu haben, Pferd zu haben. Und das zur Weihnachtszeit, ne? Also ich bin ja voll eingestiegen zur Weihnachtszeit. Ich habe ja im Oktober angefangen und da fängt es richtig an mit der Weihnachtszeit. Und es geht dann richtig. Remi Demi. Genau, und es wurde dann nicht besser, weil es immer weiter zur Weihnachtszeit ging. Ne? Naja. Ja, also ich würde gerne Beckenbogentraining machen, weil ich ja, das hatte ich ja auch schon erwähnt, als ich Stoffwindeln, glaube ich, gemacht habe, da sah man meine Binden. Weil ich halt, wenn ich niese, wenn ich herzhaft lache oder so in die Richtung, kann ich halt meinen Urin nicht halten. Aber auch den soll ich nicht machen, weil die Hebamme sagt, das ist ja das, was wir uns wünschen für die Geburt, dass es halt schneller geht. Ja, und dann muss ich halt durch. Aber ich will dann natürlich mit Rückbildung als erstes starten und wenn dann von allen okay kommt, möchte ich natürlich auch wieder mit Sport starten. Das Einzige, was ich an Sport mache, ist schnelles Spazierengehen. Habe ich auch gestern Abend nochmal gemacht. Ich war eine Stunde alleine draußen. Hat richtig gut getan, allerdings erst um, weiß nicht, 22:30 Uhr abends, weil ich gegen Pollen allergisch bin. Ich halte es einfach nicht immer aus. Und dann bin ich nach einer halben Stunde schon fix und fertig. Trainiert alles und so. Ja. Und dann bin ich abends gegangen, damit ich auch wenigstens schnelles gehen kann. Und das funktioniert auch. Ich muss sagen, wenn ich mit Jamie ja spiele und mal hinterherrennen muss, damit er nicht auf die Straße rennt, passiert, ne? Ich meine, er ist ein kleines Kind, er versteht das noch nicht so, kriege ich sofort Übungswehen. Aber wenn ich dieses schnelle Gehen eine Stunde durchgängig mache, ist alles easy. Ja, weiter. Ich rede zu viel. Deine Lieblings-YouTuber. Also die Frage kam auch zweimal. Schwierig zu beantworten, weil ich gucke mir nicht jedes Video bei den YouTubern an, sondern nur das, was mich interessiert, oder ich klicke es an, wenn ich meine, okay, es könnte mich interessieren, und wenn ich meine, nee, dann nicht.
Und solche Videos, wie ich jetzt gerade mache, das sind so Videos, wo ich eigentlich gar nicht hingucke, aber sie auch mir gerne anhöre. Das heißt, ich mache dabei Haushalt, Kochen, irgendwas. Ja, ich mache irgendwas und das Handy ist dann immer bei mir und ich höre nur den Ton. Wie so ein Podcast. Genau. Die All About Anna schaue ich sehr, sehr gerne. Das ist eine Dreifachmami, wohnt in Franken. Ja, die ist einfach, ich weiß nicht, sie kommt so ehrlich rüber. Sie klatscht jetzt nicht die Videos zu mit Werbung. Ich glaube, sie hat auch nur drei oder vier, mit denen sie immer wieder Werbung macht und die immer wieder auftauchen, weil sie die gut findet. Und nicht wie andere YouTuber, die alles annehmen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja welche, die einfach für alles werben und vorher, eine Woche vorher gesagt haben, ja, sowas mag ich nicht und eine Woche später kommt dann plötzlich Werbung davon. Nein, also bei der ist das halt richtig gut und wenn die sagt, das ist gut, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es gut ist. Ja, bei der Isabeau gucke ich auch gerne. Also jetzt hat sie einen neuen Kanal gemacht mit so Real Talks. Die Real Talks finde ich eigentlich sehr, sehr cool, gerade für Teenager, weil die halt aufklärend, finde ich, sind. Ihre Vlogs und so kann man sich drum streiten. Also ich gucke Vlogs allgemein gerne. Das ist das hauptsächlich, was ich gucke. Mich stört natürlich der Konsum. Allerdings gucke ich sie gerne wegen dem Konsum, weil ich dadurch nämlich sehe, was benutzen die wie lange und kann dadurch selber mir die Meinung bilden, brauche ich das nicht. Und zu 95% sind die Sachen einmal im Gebrauch, weil du sie nie wieder in einem Video siehst. Und das ist dann im Gegensatz zu anderen YouTubern so, dass die halt die Sachen immer wieder verwenden. Genau. Dann natürlich meine liebe Anne. Ich hoffe, dass sie jetzt auch wieder aktiver ist. Die war jetzt nicht ganz so aktiv. Ja, und dann bin ich natürlich ausgewichen auf andere. Wen gucke ich noch? Eigentlich habe ich Julian Bam geguckt. Der hat ja seinen Kanal letztes Jahr, wie heißt das? Macht keine Videos mehr. Genau, der macht jetzt nur noch auf seinen Zweitkanal. Ich glaube, er hat sogar einen Drittkanal jetzt und keine Ahnung, was er noch alles macht. Aber das sind Videos, die, ja, die mich nicht reizen. Sein Hauptkanal waren halt solche Videos, richtig gute Qualität, so richtig hochwertig. Deshalb sagte er, er hat auch pro Video mehr bezahlt, als er eingenommen hat. Kann ich mir gut vorstellen, weil die Videos waren echt top. Ja. Jamies Eingewöhnung. Da gibt es nicht viel zu sagen. Es lief gut. Er ist reinspaziert, hat mit den Kindern gespielt, ist rausspazierte, freudestrahlend und hat gewunken und bis morgen gesagt und das war's. Also perfekt. Er ist auch wieder. Er ist wieder und er spricht mit allen. Wo ist Jamie bei der Geburt? Okay, Thema Geburt kam ja auch was. Da kommt, glaube ich, noch eine Frage. Ich habe mich mit Thema Geburt noch nicht auseinandergesetzt. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Schwiegereltern ihn nehmen werden. Wie ich es genau vorhabe, das weiß ich auch noch gar nicht, weil ich kann mich nicht entscheiden, ob ich im Krankenhaus bleiben möchte oder ob ich wieder nach Hause möchte, das heißt ambulant entbinden. Ich wollte das jetzt mit der Hebamme besprechen und ich glaube, ich lasse mir die Option offen, dass ich halt Tasche und so packe, dass er halt da schlafen kann. Er kennt die ja, er ist ja einmal die Woche da und schläft ja auch regelmäßig da. Dass wir einfach so eine Tasche für ihn gepackt haben, dann kann ich mich immer noch im Krankenhaus entscheiden. Ich meine, ich kann ja auch eine Nacht da bleiben und mich entlassen lassen. Das ist ja alles kein Problem. Wie stellst du dir die Geburt vor? Ich hoffe, dass sie schneller klappt wie bei Jamie. Ich war bei Jamie 8,5 Stunden im Kreißsaal, bis er dann da war. Da hatte ich natürlich die vollen Venen, das heißt, die waren 1 Minute lang und kamen, ich weiß gar nicht,
wie schnell die dann kamen. Auf jeden Fall voll zugange. Ja, das war natürlich sehr nervenaufreibend, anstrengend. Ja, ich wünschte, es würde jetzt einfach dann schneller gehen oder ich halt länger zu Hause aus. Aber wir hatten gesagt, bei alle 5 Minuten fahren wir los und wir sind ja losgefahren, da hatte ich so alle 2 Minuten die Wehen. Und da es halt noch eine Strecke bis zum Krankenhaus ist, sollte man trotzdem dann schon losfahren, weil man weiß halt nie, wie schnell sich der Muttermund öffnet. Und beim zweiten Kind kann es natürlich ganz schnell gehen, kann aber natürlich auch mit Stopp sein. Ne? Man weiß das nie, man steckt nicht drin. Muss mal gucken. Käme für dich auch eine Wassergeburt in Frage? Ja, also tatsächlich habe ich mir das auch bei Jamie vorstellen können. Die haben 3 Kreissäle, da wo ich entbinde. Da war ich auch bei Jamie und ich brauche mir das Krankenhaus auch gar nicht angucken, sondern ich werde da entbinden, weil das top war. Und die haben in einem Kreißsaal auch eine Badewanne, wo man Wassergeburten machen kann. Ich meine, die anderen 2 Kreißsäle haben auch eine Badewanne, da war ich nämlich drin. Wenn es da passieren würde, wäre es jetzt kein Weltuntergang. Aber bei der anderen Badewanne, die steht halt mitten im Raum, da kannst du halt besser händeln, ne? Von außen kannst du ein bisschen besser die Schwangere stützen, die gerade entbindet, ne? Weil kreislauftechnisch ging es mir zum Beispiel nicht gut und ich habe nur eine halbe Stunde ausgehalten in der Badewanne und musste dann raus. Genau, weiter. Sonst wird das Video hier zu lang. Wie lange wirst du Elternzeit nehmen? Also ich werde 2 Jahre nehmen und eventuell wieder verkürzen, wie bei Jamie. So, nächste Frage. Liebt Jamie auch Bilderbücher so sehr wie Ben? Also die Frage hatte ich ja, weil ich so vorher notiert habe, vorher alle gelesen. Und ich wollte auch ein Beispiel nennen. Er hat mehrere solche Bücher und die sind ganz aktuell richtig beliebt. Das heißt, wo man hier die verschiedenen Sachen sieht. Wie hier die Zwiebel und dann steht ja drunter die Zwiebel und er sagt dann, er zeigt dann selber drauf und benennt die oder wenn er es nicht weiß, dann sagt er das und dann müssen die das benennen. Das heißt, er ist richtig drin im Sprechen lernen und die sind das A und O. Oder Bücher, wo man was aufklappen kann. Also diese Tiergeräuschbücher, die er jetzt immer so geliebt hatte, die sind jetzt so an dritter Stelle. Aber er liest noch sehr gerne. Warum ist Emmy alleine? Ja, als wir sie geholt haben, waren die zu zweit. Die andere Maus, die Katie, ist verstorben. Und da die Amy Herzprobleme hat, haben wir mit Tierarzt besprochen, dass es einfach besser ist, sie alleine zu halten. Wir sind ja viel da, sie darf die ganze Zeit rumlaufen, wie man überall an den Tapeten leider sehen kann. Das geht ja ganz schnell, die geht zur Wand hin, man sagt nein und springt schon auf und geht auch hin. Aber während sie wegrennt, geht ja so ein Fizzle ab, den man ihr dann aus dem Mund mopsen muss. Ja, aber sie kann aktiv an unserem Leben teilhaben, aber mit den anderen Kaninchen ist schwierig, das wieder so hinzukriegen, gerade wegen den Herzproblemen. Sie muss ja auch die Medikamente täglich nehmen. Nee, das wäre zu viel. Ja, und die letzte Frage ist ziemlich schwierig. Es ging um Mobbing und ob ich Erfahrung damit habe. Also ich habe viele Erfahrungen mit Thema Mobbing, sehr viel. Ich habe mir selber professionelle Hilfe gesucht, war bei einer Heilpraktikerin, bei der Frauenhilfe, habe mit Freunden gesprochen, habe dann nach Jahren meiner Mama gesagt, dass ich gemobbt wurde, die es gar nicht mitbekommen hat und schockiert war. Ja, holt euch Hilfe, sprecht mit anderen drüber. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, das wird komplett das Video noch weiter sprengen. Deshalb fasse ich das nur kurz. Also, ich habe Erfahrungen, es fing im Kindergarten an. Ich habe keinen Ton gesagt. Dann habe ich Gott sei Dank den Kindergarten gewechselt. Da fühlte ich mich wohl, da bin ich aufgeblüht. Dann kam die Grundschule. In der Grundschule ging es weiter mit Mobben. Weiterführende Schule. So viel gemobbt, dass ich sitzen geblieben bin, dass ich mich einfach blockiert habe. Ja, in die andere Klasse war ich dann 2 Jahre älter.
fühlte mich dadurch reifer, erwachsener, wurde natürlich auch gemobbt ohne Ende. Aber ich habe es ein bisschen anders aufgefasst. Ja, das Mobbing wurde dann besser am Berufskolleg. Ein Jahr war ich am Berufskolleg. Und das war auch das Jahr, wo ich mit meinem Mann Kevin zusammengekommen bin. Ab da ging es dann bergauf. Genau. Da habe ich dann richtig die Freunde ausselektiert, welches wirklich Freunde sind, welche zu mir stehen. Und ab da wurde es dann besser. Mobbing geht aber. Jamie ist jetzt gerade zu mir gekommen. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich bin ja fast fertig gewesen. Also Hilfe holen. Das ist ganz wichtig bei Thema Mobbing. Es ging bei mir alles so weit, dass ich es auf der Arbeit hatte, also in der Ausbildung sowieso, in der Schule, auf der Arbeit. Auch so weit, dass ich Stalker hatte mehrmals. Da muss man ganz Gesundheit ganz nah mit der Firma zusammenarbeiten. Also es ist so, dass wir ja ganz viele Filialen haben und ich dann zwischen den Filialen hin und her springe. Das heißt, jeden Tag eine andere Schicht mache und jeden Tag eine andere Filiale, damit der Stalker mich halt nicht findet. Genau. Das noch dazu. Das finde ich, Stalker gehört für mich mit zum Mobbing. Ja, also wenn ihr möchtet, kann ich ein extra Video dazu machen, aber sonst, das wird alles sprengen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen oder falls ihr Fragen habt, noch gerne weitere Fragen in den Kommentaren. Ich beantworte gerne. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.